Kennt ihr das noch? Wisst ihr, was das ist? Ich muss warten, dass ich die Fähigkeit habe. Kennt ihr das? Da bist du noch Haufen drin. Ja, eigentlich schon. Das ist ein Sorgenfresser. Ich habe damals immer gehofft, dass der halt wirklich funktioniert, dass das so kopfmäßig halt wirklich funktioniert, dass das so ein bisschen ein Sorgenfresserchen. War da noch was drin? Na, also für die, die das nicht kennen, was ist ein Sorgenfresser? Du schreibst deine Sorgen, was dich gerade belastet, auf den Zettel und er frisst die. Dann sind die weg. Ja, dann. Nee, was ist das? Du kennst das nicht, Leonie? Oh mein Gott. Na, dann. Sind die halt weg, die Sorgen. Sind gefressen. Sind nicht mehr da. Ich habe halt gehofft, dass der funktioniert, ne? Aber der hat nicht funktioniert. Also. Vielleicht für eine Stunde war es Erleichterung und dann. Naja, gut. Aber der ist niedlich. Krumm, krumm, krumm. Der ist halt schon knuffig. Andere Musik anmachen, oder? Was machen wir denn mal an für Musik? Was haben wir hier? Tja. So, zum Labern. Das Teil. Blub, du kennst das noch, ne? Habe ich das schon mal gezeigt? Was hat denn der für Sorgen gefressen? Warte mal, ich muss mal kurz nachgucken. Was ist hier? Mir ist mal vor Jahren ein Zahn abgebrochen. Steht hier, ich habe Angst vor dem Zahnarzt. Ja, vor Jahren. Das war nicht, wo ich klein war. Ich möchte nicht mehr drüber reden, okay? Ich hasse Zahnarzt, okay? Immer noch. Wollte ich nicht ändern. Okay. Das ist interessant. Das hat sich halt geändert. Das war vor ein paar Jahren. Ich hatte so schlimme Angst, dass. Wer hat keine Angst vor dem Zahnarzt? Es gibt bestimmt Leute, die sagen so: Juhu, Zahnarzt, kein Ding. Gibt's garantiert. Nein, vor ein paar Jahren, als ich ja die große OP da in Angriff nehmen wollte, ich habe einmal die Angst gehabt, ob bei der OP alles gut gehen wird, halt. Und die andere Angst, die war halt, ob ich es schaffe, diesen Krankenhausaufenthalt durchzustehen. Das war halt so mit einer meiner größten Ängste. Ich habe das, glaube ich, nie wirklich... Ach, warte mal, wir müssen noch umstellen, fällt mir gerade ein. Habe ich das eigentlich mal erzählt, was bei den... Ich war ja schon zweimal, habe ich ja versucht, die große OP zu machen. Ja? Es ging ja beide Mal nicht gut. Und... OPs sind kacke, ja. Ich weiß gar nicht, habe ich erzählt, warum ich die OP... Also... Die erste, da lief das nicht so wie geplant. Also da war, uns wurde zugesichert mit, dass Erik zu dem damaligen Zeitpunkt halt mal mit dem Zimmer schlafen kann. Und das ging dann halt auch nicht. Ganz spontan ging das auf einmal nicht mehr. Obwohl der Arzt so sagte, so, das ist kein Problem. Ich bin so, wenn ich vor was Angst habe, dann muss ich genau wissen, was passiert, wie das abläuft. Kommt da irgendetwas da quere, auch wenn es nur so ein ganz kleiner Funken ist. Das kann bedeutungslos sein. Mein Kopf, okay, vorbei. Geht nicht mehr. Ist vorbei. Und im nächsten Jahr, also letztes Jahr,
Da war ich halt dort. Auch alles okay soweit. Und da hatte ich so ein Gespräch, nicht mit dem Hauptarzt, der das ja, der die OP ja macht, sondern mit so einem kleinen, also mit Beiärzten, sage ich mal, keine Ahnung, wie das heißt. Beiärztin war das so. Und war also dieses Gespräch. Und die hat Sachen erzählt, wo ich mir dachte, und das konntet ihr die letzten 2 Jahre nicht mal erwähnen, so nebenbei, so ganz beiläufig so, ne? Also, viele Details und so, zwecks, wie die Wunde dann verheilt, wie lange das Heilen dauern wird. Assistenzdoc, ja genau, so ein paar Assistenzdocs da. Ja, das waren mehrere, also die wären wohl alle dabei gewesen. Und das ist halt so, ich hatte mich ja so eingestellt, dass ich so 1-2 Monate, wenn ich dann zu Hause bin, ne, dass es ein bisschen schwierig wird. Und die erzählt so nach dem Motto, ja nee, also das wird nicht 1-2 Monate oder so, gehen Sie mal von einem halben bis Jahr aus. Und ich denke mir so, okay, das ist jetzt scheiße. Und auch, die hat auch gesagt, so mit Heilung und alles drum und dran, kommt an die Wunde auch nur ein Keim. Guckt auch nur ein Keim in Richtung der Wunde. Liege ich im Krankenhaus. Da war der Punkt, wo es bei mir dann vorbei war. Schon das vorher war halt schon so, das läuft hier nicht nach Plan. Aber dann war es vorbei. Dann war ich broken. Komplett. Und da hatte ich so auch für mich selber so gesagt, dass ich erstmal mit mir selber noch besser klarkommen will. Ne, ich kann es ja nicht ändern, dass ich so geboren wurde. Ja, genau, Assistenzdoc, genau. Ja, hat der Oberarzt mir so nie erzählt. Und ich dachte mir so, okay. Ja, war es halt dann vorbei damals. Das war letztes Jahr. Und dann habe ich gesagt, dass ich dieses Jahr diesen Versuch mit der OP gar nicht versuchen will. Ich will jetzt mal Ruhe haben. Ne, und ich guck mal, dass ich mich selber einfach besser akzeptiere und in den Griff kriege, so. Ja. Und dann habe ich halt jetzt die Tage hier halt umgeräumt, wie ihr seht, ne? Weil Erik hat sein PC in Stube jetzt geschafft. Und ja. Und dann habe ich einige Sachen gefunden, wo ich mir dachte, oh Gott, das habe ich noch. Von Büchern, wo ich Zeug reingeschrieben habe, wo ich mir denke, so war ich drauf. Okay. Ja. Und dann habe ich ganz unten halt auch mein Tagebuch gefunden. Aber ich mache das mal hier auf. Und da sind halt sogar noch Bilder drin. Ich habe das Tagebuch vor 8 Jahren geführt. So. Bevor ich mit YouTube überhaupt angefangen habe, bevor ich überhaupt in Stream gedacht habe. Da habe ich halt das angefangen. Da hatte ich auch damals Vlogs gemacht. So Schritt für Schritt. Wie man sich halt auch verändert und so. Und da habe ich halt hier noch Bilder gefunden, auch drin. Warte mal. Ich tue mal meinen Tee. Maus, geh mal weg, bitte. Danke. Jetzt bin ich mal schneller sitzen. Angenehmer. Ich habe die Seite, also, wie gesagt, die Texte werde ich nicht vorlesen. Das sind wirklich, ich habe das hier übelst detailliert beschrieben. Ja, also das sind sehr klein, seht ihr das? Sehr klein geschrieben. Und halt sehr viel. Ich werde es lieber nicht vorlesen, weil, wie gesagt, ich habe, wenn es mir scheiße ging, habe ich halt auch geschrieben. Und ich habe das halt auch detailliert geschrieben, wenn es mir scheiße geht. Und das lese ich lieber nicht vor, weil ich weiß nicht, ob mittendrin an sowas ist. Das hier ist zum Beispiel so ein Text gewesen. Das wäre so ein Text. Dann habe ich halt überall noch so Bilder selber gemalt. So Bilder noch gemalt und das dazu gepackt. Und Bilder rangeklebt und alles Mögliche. Mal gucken, ob ich jetzt Bilder finde von mir spontan. Von vor 8 Jahren. Lol, hier. Wartet. Ne, also, ihr seht mich ja wie ich heute
bin und aussehe. Kann man das sehen? Das war ich vor 8 Jahren. Gibt es ein Datum dazu? War 2012, November 2012 in etwa. Das ist halt schon, ne? Das ist halt schon. Ich habe die Bilder ausgesucht, also die Qualität ist nicht gut von den Bildern. Oh Gott, da habe ich noch. Habe ich noch zu Hause gewohnt? Nee, da habe ich schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Da habe ich. Die Quali ist natürlich richtig scheiße, aber da habe ich auch nicht mehr zu Hause gewohnt. Das war ich vor 8 Jahren. Oh Gott, wenn ich da zurückdenke. Zu der Zeit hier, falls man das erkennen kann, das sind nicht meine Haare. Das war zu dem Zeitpunkt, also vor 8 Jahren, circa, da habe ich sogar noch Perücke getragen. Weil ich mich da immer wohler mitgefühlt habe. Und durch die Perücke? Boah Gott. Durch die Perücke. Ich habe die ganzen Tag aufgehabt, auch beim Schlafen, also komplett. Als wäre die Teil von mir gewesen. Und da habe ich. Meine normalen Haare haben halt da sehr krass eingebüßt. Also, die hat das halt sehr in Mitleidenschaft gezogen. Warte mal, ich mach's mal wieder zu. Es sind noch mehr Bilder drin, aber. Wartet mal, kriege ich wieder zu. Was wollte ich sagen? Wartet mal, hätte ich das geschrieben? Okay. Ich kriege eine Meldung, dass irgendjemand aus meiner Freundesliste hat mir gerade geschrieben. Den kenne ich nicht. Wahrscheinlich schon mal durch irgendein Spiel geedit oder so. Und anscheinend wurden in seiner Freundesliste Leute gehackt. Ich kenne den nicht mal. Boah, ich muss echt meine Freundesliste mal aussortieren, ne? Ich muss die echt mal aussortieren. Was er von mir will, reagiere ich gar nicht drauf. Ich muss die mal aussortieren. Nee, da habe ich damals, dadurch, dass ich die Perücke halt wirklich die ganze Zeit auch getragen habe, so sehr krass eingebüßt. Also meine Haare haben sehr drunter gelitten. Und ich weiß noch, dass als ich dann Erik hatte, also auch zu der Zeit, wo ich die getragen habe, habe ich Erik schon kennengelernt gehabt. Und es gab so einen Moment, da habe ich komplett geheult. Also man muss bedenken, in der Anfangszeit der Beziehung mit Erik habe ich die Perücke auch schon noch gehabt. Und ich habe die nicht abgesehen, er kannte mich nicht ohne Perücke. Gar nicht, über ein Jahr lang. Und weil es so scheiße ist mit Perücke und alles drum und dran so. Ich wollte schon meine normalen Haare halt haben. Und da hatte damals uns jemand von so einem Hausmittel irgendwie erzählt, mit so Aloe Vera und all so Zeugs. Hat funktioniert, davon mal abgesehen. Und
Da weiß ich noch, an einem Abend, mir ging es halt scheiße wieder so, wegen dem ganzen Zeug. Da war ich am Heulen. Ich weiß noch, dass Erik mich an der Hand gepackt hat, mich halt ins Schlafzimmer, ins Bad gebracht hat, wollte mir halt die Perücke abnehmen und die Haare, die unten drunter waren, also damit das funktioniert, damit sie sich erholen, müssen die einmal komplett abrasiert werden. Also komplett, Glatze. Und er hat das halt gemacht. Ich habe bloß da gesessen, Hände vor dem Gesicht und habe geheult. Ich habe nicht hingeguckt, ich habe nichts, ich habe das einfach so, ne? Boah, das war übel, da habe ich so komplett geheult. Aber seitdem habe ich dann auch keine Perücke mehr getragen, also das hat geholfen. Ohne diesen Punkt wäre das halt, keine Ahnung, ich wüsste nicht, wie es heute wäre. So. Ich glaube, mit Perücke würde ich trotzdem nicht hier sitzen. Ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich schon lange abgelegt, aber das war halt so. Das war halt so eine Phase. Ich weiß nicht, wo. Zu dem Zeitpunkt habe ich da schon. Ich glaube, Hormone hatte ich zu dem Zeitpunkt auch schon. Was ist denn jetzt los? Überall wird mir geschrieben. Hallo? Mach doch mal einen ruhigen, Freunde. Ja, als ich die Bilder und so gesehen habe, ist das alles wieder hochgekommen. Mir ist auch wieder eingefallen, wie das so in der Anfangszeit war, als ich halt dann zum ersten Mal damals das angefangen habe, halt die Hormontherapie und das alles. Das Krasseste daran war, glaube ich, also für mich, als ich die das erste Mal genommen habe, um das mal zu beschreiben, der ganze Körper hat angefangen zu kribbeln. Komplett. Meine Fingerspitzen haben gebrannt. Alle. Ich weiß nicht warum, ob das mein Kopf war oder ob das wirklich die Auswirkung auch mit war. So. Ich habe keine Ahnung, was das da, ob das wirklich so war oder ob das nur mein Kopf war. Es gibt ja auch über Transgender und alles sehr viele Vorurteile und so. Ich kann das mal ein bisschen nutzen auch, um damit aufzuräumen. Ich weiß noch, als die Hormontherapie dann auch fortgeschritten war, das habe ich auch noch im Tagebuch noch geschrieben, das habe ich gelesen. Das war dann so, dass ich, wann war denn das? Ich glaube ungefähr, es ging recht schnell, so 3-4 Monate später oder so, so circa ein halbes Jahr, sagen wir mal, nachdem ich diese Hormontherapie da angefangen hatte, war es dann so, da waren wir sogar noch in der alten Wohnung, da lag ich auf dem Sofa, mein Bauch war gebläht, aber bis zum Zerreißen, also wirklich angespannt. Ich war sogar im Krankenhaus zu dem Zeitpunkt, Ärzte halt abgetastet und geguckt und, ne, wussten aber auch nicht, was das ist und warum das so ist. Ich hatte übelste Schmerzen, also dass ich freiwillig ins Krankenhaus gehe. Das ist wie, wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich erst freiwillig zum Zahnarzt, wenn ich richtige Schmerzen habe. Also das soll was heißen, dass ich ins Krankenhaus gegangen bin. Ich halte sowas normalerweise aus, sehr lange. Und was auch ein Vorurteil, beziehungsweise was viele nicht wissen, selbst wenn man so diese Umwandlung hat, wie ich, auch ich habe meine Tage. Ich habe halt nicht die sichtbare Auswirkung, sage ich mal, aber ich habe alles drumherum auch. Also der Körper reagiert so gut er kann auch darauf. Unterleibsschmerzen, geblähter Bauch, alles drum und dran. Und die Psyche natürlich auch, also übelst gereizt und alles drum und dran. Das ist halt auch so, ich habe auch meinen Zyklus so. Und ich weiß noch, wir waren da im Krankenhaus, ich lag halt da mit Schmerzen.
gefühlt 4, 5 Ärzte um mich rum, keiner wusste, was da los ist. Da kam dann so eine Ärztin, habe ich es angeguckt, halt erzählt, so Transgender, lalala, alles drum und dran. Also ja, sie haben ihre Tage. Das war quasi der erste Moment, wo ich erstmal meine Tage hatte, quasi. Das war brutal. Die haben dann eine Weile auch wieder aufgehört, aber da war ich so erleichtert, als sie wieder aufgehört haben, ne? Das war übel. Und ich finde es immer, wenn man halt so redet, viele immer so, was, das geht auch und lalala und viele, ja, es ist halt wirklich so. Das wissen die meisten nicht, dass das, selbst das stellt sich da ein, wenn man so eine Hormontherapie macht. Da hat die Ärztin ihre ganzen Kollegen ja quasi gedisst. Na nee, die wussten das einfach so nicht. Ich meine, wenn ich so, wie ich jetzt bin, du siehst mir es nicht an. Wenn ich über Mikro oder wenn ich zocke, ich achte nicht auf meine Stimme. Ich will zocken. Ich laber einfach. Und selbst wenn ihr mich jetzt in live treffen solltet, oder nächstes Jahr Gamescom, dass wir uns alle treffen oder so, es klingt nicht so. Das ist einfach nochmal was anderes so. Die Ärzte wussten das nicht, also wussten nicht diesen ganzen Hintergrund und alles. Sonst hätte ich ja sagen können, ja, ihr braucht nicht rätseln, ich habe meine Tage, daher kommt das gerade. Ich wusste das im Zeitpunkt selber nicht. Und da mussten die ja davon ausgehen, dass es irgendwas anderes ist. Nur der Ärztin ist es irgendwie, glaube ich, aufgefallen. Oder hatte meine Mom ihr das so? Meine Mom war auch mit im Krankenhaus. Hatte die ihr das gesagt? Kann sein, dass meine Mom was gesagt hatte zu der Ärztin. Und darum ist die dann drauf gekommen. Das weiß ich gerade gar nicht mehr, wie das zusammenhing. Warum die dann drauf gekommen ist. Aber das war auch so eine Aktion. Wenn man halt mit Leuten drüber redet, die sich einfach nur für das Thema vielleicht auch interessieren, sind dann auch mal komplett überrascht, so, ach, wirklich? Und, Oh Gott, jetzt will ich an die ganzen Diskussionen denken in den Gruppen damals. Ich war in der Anfangszeit vor halt in, sagen wir mal so circa die 8 Jahre auch in vielen Gruppen mit drin. Also nicht auf Discord gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber Facebook-Gruppen und so und Zeugs. Also so richtig schön oldschool. Wo es halt um das Thema geht. Wo halt viele Gleichgesinnte sind, die das halt ultra durchmachen. Und ich weiß noch, ich habe mich auch um andere gekümmert, die diesen Weg angefangen haben. Also ich hatte damit eine Position in manchen, nicht in allen Gruppen, aber in manchen. Und ich hatte meine Ansichten, so. Und ich weiß noch, dass ich meine übelste Diskussion losgetreten habe, wo ich danach aus allen Gruppen raus bin, weil ich keinen Bock mehr auf dieses Kindergartentheater hatte, was die meisten veranstalten. Es ist so, bei Transgendern, egal ob Transgenderinnen oder Transgender, also egal welche Richtung, es gibt so zwei Gruppen. Ja? Es gibt die Gruppe, zu der auch ich dazugehöre. Es gibt Mann und Frau. Also vom Grundprinzip her. Ne? Entweder du fühlst dich so oder du fühlst dich so. Dann bist du es halt auch so. Ich bin eine Frau und nichts anderes. Es gab aber bei den Transgender noch eine Gruppe, die sich halt als dieses dritte Geschlecht betitelt haben. Ich dachte mir so, okay, wenn ihr so, ne? Okay, von mir aus. Habe ich ja nichts mit zu schaffen. Das Problem war, diese Gruppe, die halt so dachte, dass sie was Besonderes sind, sie sind das dritte Geschlecht und lalala. Die hat die halt nicht so dachten, ne, so halt ein bisschen gedisst und drauf zu und so. Und alle, die halt ganz normal so dachten, so wie ich halt auch, halt ignoriert. Weil
musste ja nicht mit anlegen. Das ging an einem Abend aber so schlimm, dass ich halt in vielen Gruppen, also die meisten sind in allen Gruppen irgendwo mit gewesen, also man kannte sich dann so ein bisschen. Und ich weiß, dass ich an einem Abend, da ging es mir nicht gut und ich hatte so die Schnauze voll von diesen elenden Hin und Her, dass ich halt in einem Post, in einer dieser Gruppen nur, halt gesagt habe, was hier gerade so schief läuft und was mich nervt und lalala. Und da habe ich halt auch kein Blatt vor den Mund genommen und habe halt denen quasi mal so die Meinung gegeigt, keine Ahnung, was sie sich vorstellen, wer sie sind und was sie sind, lalala. Und da unter diesem Post ging es dann ab. Die eine Fraktion gegen die andere Fraktion. Aber wie? Also das war richtig schlimm. Und das war dann der Grund damals, wo ich aus diesen ganzen Gruppen raus bin. Also ich bin aus allen gleich raus, weil ich hatte auf diese Diskussion gar keinen Bock, weil diese Grunddiskussion hast du fast in jeder Gruppe, die sich mit dem Thema befasst. Ich wurde auch immer wieder zu neuen Gruppen im Nachhinein noch hinzugefügt. Ich bin dann nie wieder rein, weil ich auf dieses ganze Diskussionsthema keinen Bock mehr hatte. Sollen die Leute sich bezeichnen, wie sie möchten? Das, keine Ahnung. Auch wenn das jetzt so anfängt mit... es gibt natürlich noch mehr Gruppen so an sich. Ich rede jetzt nur von Transgendern unter sich, sag ich mal, ne, mit diesem Konflikt. Aber mich persönlich stört auf das auch bezogen, auf das Transgender-Sein an sich bezogen, dieses, was jetzt viele ja auch bei Arbeit und alles so hinschreiben, Mann, Frau, divers und so Zeugs. Ne? Also es gibt natürlich noch andere Sachen, klar, auf das beziehe ich das jetzt gar nicht, aber wenn du das divers auf zum Beispiel Transgender und so beziehst, was halt viele machen, denke ich mir auch so, ach, hat doch gar nichts, das ist doch gar nicht das, das ist doch nicht... Ich mich aufregen über so Sachen. Darum bin ich eigentlich auch richtig froh, dass ich schon ewig nicht mehr in solchen Sachen drin bin. Das erinnert mich an meine vegane Zeit von vor über 5 Jahren. Da gab es auch einige, die ihre Meinung sehr aggressiv nach außen tragen. Mit sowas wollte ich nichts zu tun haben. Verstehe diese ganzen aggressiven Bekehren nicht. Egal bei welchem Thema. Ich glaube, das ist so eine Sache, wenn man selber sich als Minderheit sieht oder zu einer Minderheit gehört, dann fängt man dann vielleicht an, sich lautstark Gehör zu verschaffen. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt bei dem Thema, was vegan angeht, auch so ist. Also die Gruppe bei damals in Sachen TS, die war halt auch, das war die kleine Gruppe, die sich als was Besonderes gesehen hat, als neben allem so, ne? Wie gesagt, die meisten, die so normal denken wie ich halt, wir haben die ignoriert. Und deswegen, vielleicht haben die das halt auch so gemacht. Und das ist vielleicht bei dem veganen Thema genau dasselbe. Veganer an sich sind ja eher eine Minderheit. Obwohl, es werden mehr. Aber wenn dann halt so diese Hardcore-Veganer zuerst deine Gruppe sehen, was sie ja wahrscheinlich tun, dass sie sich dann irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum das meistens so ist, bei solchen Gruppen und alles drumherum. Das ist halt auch voll dumm. Es ist mein Gedanke so, dass das halt... Ne, ich will da nicht jetzt irgendjemand... Ne, also nicht, wenn ihr sagt, so, ja, sehr Veganer und so. Ich weiß es nicht, das ist mein Gedanke. Dazu einfach. Ob das so ist, keine Ahnung. Da wissen andere, das wissen andere bestimmt besser. Ich kann jetzt über so viel anfangen, ne? Ich kann jetzt über Vorurteile und sonst was anfangen zu labern eigentlich. Weiß auch nicht, ob ich das will, da bin ich wieder bei dem Schulthema. Diese männlich-weiblich-divers erinnert mich an was. Jemand hat mich mal gefragt, wofür dieses D steht. Bei der Stellenanzeige dachte, das steht für Deutsch. Ja klar, warum nicht? Auch nicht schlecht. Männlich, weiblich, deutsch. Warum? Wie kommt man denn darauf?
interessanter Gedanke. Wie kommt man dazu? Würde mich jetzt mal interessieren, wie man gedanklich darauf überhaupt kommen kann. Das Problem ist halt, was damals auch in den Gruppen war, für viele von euch, die das ja nicht kennen oder sich aber nie damit beschäftigt haben, das Dumme ist, das hatte ich glaube ich beim letzten Stream ja schon mal erwähnt, da wollte ich auch noch einen Vlog oder sowas drüben machen, mal gucken, wie halt, also so wie ich, reagieren halt die Männer drauf. Wenn du halt andersrum bist, reagieren natürlich die Frauen drauf. Bei den Frauen ist es nicht so schlimm, aber wo die, also bei uns Frauen, wo halt Männer drauf reagieren, ist es schlimm. Für viele Männer ist das wie so ein Fetisch. Das merkst du halt sehr krass, wenn du halt mit Männern flirtest oder mit Männern redest und versuchst, die einfach kennenzulernen. Man merkt schnell, was die für Hintergedanken halt nur haben. Oder wie die einen sehen, so. Das ist halt echt schade und schlimm. Und das hatten wir damals auch in diesen Gruppen, zum Beispiel auf Facebook hatten wir das auch. Es war meistens so, also die Gruppen waren immer so für Leute, die auch einfach Interesse an dem Thema zeigen. Ne, und da halt, ja, mit reinkommen in die Gruppen. Das Problem ist, die Leute, der Großteil davon halt Männer, die schreiben sich halt privat an. Manche schreiben komplett wirr, wo du denkst so, auf was willst du hinaus, Junge? Andere kommen so um die Ecke mit, ja, ich würde gerne mit dir befreundet sein, ich möchte gerne diesen Werdegang miterleben und so. Und du denkst so, was genau willst du denn da miterleben? Ne? Wenn du den das fragst so, dann kommt er zurück, ja, der Werdegang halt. Weißt du schon Bescheid. Und das ist halt das Schlimme. Und viele verwechseln halt das, also ging mir so damals jedenfalls, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber viele verwechseln Transgender mit Gmails und sowas. Das wird sehr oft verwechselt. Was halt auch schade ist. Ich meine, wenn sich derjenige damit beschäftigen würde, würde man das eigentlich nicht verwechseln. Das ist vielleicht ein schmaler Grat. Aber wenn man jemanden kennt, weiß man es eigentlich dann. Was von beiden halt, ob Transgender oder Gmail oder whatever. Da gibt es halt auch feine Unterschiede. Ich weiß noch, in der Anfangszeit, wo ich so auch die mit der Perücke da, diese Bilder so. Boah, da war es teilweise schlimm mit so Hass, den man halt auch abkriegt. Mit meiner Schulzeit, das habe ich euch ja schon erzählt. Mal gucken, ob ich das noch als extra Video vielleicht mal raushaue oder so. Aber das ging ja noch weiter. Also das, was ich euch mit der Schulzeit in dem anderen Video mal erzählt hatte, ne, dass die Jungs mich festgehalten haben, meine Haare abschneiden wollten und andere Sachen und das ganze Zeugs halt mal. Das war ja nicht nur in der Schule damals so. Also wenn ich halt zum Beispiel, als Beispiel, einfach durch die Stadt laufen zum Termin. Einmal war es richtig schlimm. Wir haben bei uns in der Stadt so einen Kreisverkehr. Ich bin halt da runtergelaufen, am Kreisverkehr rum und dann in die Stadt rein. Und als ich um den Kreisverkehr rumgelaufen bin, dass da ein Auto dreimal einen Kreis fährt und halt das Fenster unten hat, einer hängt sich aus dem Fenster raus und brüllt wie blöde. Ich hab's nicht mal richtig verstanden, was er mir angebrüllt hat. Ich hab keine Ahnung. Ich bin dann schneller gelaufen und weitergelaufen so. Ich habe das Auto nochmal gesehen, aber ich habe die Insassen nicht mehr gesehen. Keine Ahnung. Die waren dann vor mir irgendwie.
Das war creepy. Das war auch so eine sehr creepy Sache. Keine Ahnung, ob ich da lieber hoffen soll, dass ich froh bin, dass sie mich nicht nochmal gesehen haben oder gefunden haben. Keine Ahnung. Das war auch creepy. Muss ich zugeben. Also vor 8 Jahren circa war es hier in der Gegend halt schon noch so ein bisschen kritisch. Ich nenne es mal kritisch. In manchen Situationen. So Anfeindungen, solche Sachen, das, ja, ganz oft. Blöde Sprüche nachgebrüllt und sowas. Das war hier schon schlimm, auch. Aber ich denke, da gibt es noch Ecken, wo es noch viel schlimmer ist. Da geht es hier bei mir noch. Boah. Boah, jetzt dreht sich mein Kopf wieder, ne, wie beim letzten Gespräch gewesen. Oh, Menno. Krass. Ist halt so. Ja, aber die meisten Männer reagieren halt so drauf, entweder das ist für sie ein Fetisch oder es ist für sie totale Ablehnung und Hass. Also so ist es mir bis jetzt vorgekommen. Die Männer, denen es egal ist, die mich ganz normal sehen, auch so. Das sind halt wirklich, das ist so die Minderheit, glaube ich. Jetzt auf das große Ganze gesehen gibt es natürlich schon viele, aber wenn man das jetzt so betrachtet auf die letzten paar Jahre und so, also da gibt es nicht viele. Das ist halt schon schade, dass unsere Welt heutzutage noch so aussieht und so, also dass die meisten halt so ticken. Und andersrum, also Frau zu Mann. Da wäre natürlich dann in erster Linie, also Frauen sind dann nicht so schlimm, sag ich mal. Die akzeptieren das wesentlich eher. Das ist halt schade, dass so ein grundlegender Unterschied da entsteht, warum auch immer das so ist. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas sagen könnte. Aber mein Kopf dreht sich. Ich glaube, ich kriege gerade keinen richtigen Gedanken mehr hin. Warte mal. Ja, stimmt. Zu den Gruppen, ne? Wir hatten damals das auch so, in den Gruppen, die mit dem ganzen Prozess am weitesten waren und halt die Ärzte kannten und das ganze Zeug. Und wenn jemand Neues reinkam, also in die Gruppe zum Beispiel, ne, man hat diejenige, je nachdem, welche Richtung, erstmal kennengelernt, alles drum und dran. Und es gab ja schon so eine Gruppe von den Älteren da so. Wenn du das nicht genauso, diesen Werdegang, gemacht hast wie die, boah, da haben die dich angefeindet und angezickt. Also bist du zu euren Ärzten gegangen oder sonst was für ein Zeug. Hast du andere Tabletten genommen oder irgendwas anderes gemacht als die schon am weitesten waren in der Gruppe? Und das hast du aber, bei jeder Gruppe war das anders. Ne? Bei jeder Gruppe gab es andere, die da vorstanden quasi. Und das war echt schlimm. Das war richtig schlimm. Ich war zu dem Zeitpunkt schon eh schon ein bisschen weiter. Ich habe da nichts drauf gegeben. Wir waren da eh so in so einer kleinen Ecke. Oh, das war aber schlimm. Also die da neu reinkamen, die haben mir immer sehr leid getan. Und die fragen halt nur nach Hilfe. Das ist halt. Ich habe denen auch bloß gesagt, so, ja, meine Ecke, so Sachsen, ne, das und das, da kannst du hingehen, dies, jenes. Ja, konnte ich dann aber halt auch nicht machen. Ich weiß noch, bei meinen ersten Terminen, die ich damals in Leipzig hatte, ich hatte damals eine gute Freundin. Durch die Gruppe auch kennengelernt. Und da bin ich aber nach Leipzig gefahren mit dem Zug. Und wir haben uns quasi am Bahnhof getroffen und sind dann zusammen zu den Terminen. Also die hat mich begleitet gehabt. Ich war halt schon eine ganze Ecke weiter. So von dem ganzen Prozedere. Sie noch komplett am Anfang. Also optisch noch keine Veränderung und so, dass du jetzt irgendwie sagen kannst, so, ne? Dass man da schon irgendwas sieht.
Nur das Krasse war halt, also sie war optisch halt noch komplett junge. Also du hast da halt, wie gesagt, noch keinen Fortschritt gehabt irgendwie. Und sie hieß Lisa. Und ich habe sie halt, für mich ist das normal, ne? Ich spreche sie halt mit Lisa an. Die hat gestrahlt über das ganze Gesicht. Das war auch so ein schöner Moment. Ihre Familie war auch total katholisch, christlich, da dieser ganze Quatsch. Und darum hatte sie auch Angst, das zu Hause quasi ja, zu zeigen, zu sagen. Ich habe noch mitgekriegt, also die Freundschaft hat sich dann irgendwo verlaufen, nach ein paar Jahren. Ich habe noch mitbekommen, dass sie dann im Endeffekt, also die hat eigentlich, hat die hat nicht in Leipzig gewohnt, die hat in Stuttgart irgendwo gewohnt, also eine ganze Ecke weg. Die ist, um mich zum Termin zu begleiten, quasi extra von da aus hier hingefahren, nur für diesen einen Tag. Abends sind sie wieder zurück. Und das Krasse war halt, ich habe noch mitbekommen, dass sie dann im Endeffekt nach Leipzig gezogen ist, zu ein paar Freunden, die sie über MMOs kennengelernt hat. Die wohnt, glaube ich, heute noch in Leipzig. Weil ihre Eltern sie halt rausgeschmissen haben. Sie hat dann den Mut zusammengefasst. Ich habe sie damals auch ermutigt, das halt zu sagen, weil es bringt dir ja nichts. Man tut sich damit nur selber weh. Und das macht es nicht besser. Dann kommt man nämlich auf ganz dumme Gedanken. Hatte ich selber auch. Ich bin froh, dass meine Familie das komplett, also akzeptiert hatte, quasi. Meine Mama hat so einen Satz gebracht: Wenn sie es nicht akzeptiert, verliert sie mich. Stimmt irgendwo leider, aber ja, darum hatte ich das Problem nicht. Und wir sind eh nicht religiös, nicht mehr. Deswegen also, und wir denken, dass selbst in Sachen Religion denken wir da einfach anders drüber, über das Thema. Naja, aber da haben sie bei Lisa quasi, also meine Freundin damals, die haben sie halt dann rausgeschmissen, wo sie halt dann den Mut zusammengefasst hat. Alles drum und dran so. Das war halt schon. Das tat mir ultra leid, als ich das dann mitbekommen habe. So einmal im Jahr schreiben wir auch mal nochmal zusammen, irgendwie meistens über Facebook oder so. Aber man hat einfach auseinandergelebt, leider. Schade. Trotzdem schön, dass es jetzt gut geht, sag ich mal. Davor hatte ich auch Angst, wie meine Eltern halt, also, wie meine Eltern halt reagieren. Mein Vater ist abgehauen, als ich 10 war. Vielleicht hat er es geahnt. Keine Ahnung. Also ich hatte nur meine Mama und meine Oma und dann später meine kleine Schwester. Da hatte ich echt Glück, sag ich mal. Opa hatte ich auch kein mehr, der ist abgehauen, als ich 11 war. 12? Nee, 11. Da habe ich echt Glück mit sowas. Aber sich schon sein eigenes Kind vor die Tür zu setzen, kommt natürlich auf das Alter auch mit drauf an. Aber allein schon, dass man das macht. Sie war 19. Sie war ein paar Jahre jünger als ich. Zu dem Zeitpunkt. Nee, lol, warte mal, war sie nicht. Sie war fast gleich alt mit mir. Nee, ich war ein Jahr älter, ich war 20 zu dem Zeitpunkt, sie war 19. Ich glaube, so rum war es. Ich war ein Stück älter. Also, nach dem, was sie mir erzählt hat, selbst wenn sie jetzt 16 gewesen wäre, zu dem Zeitpunkt, die hätten die rausgeschmissen. Diesen Eltern wäre das egal gewesen. Das geht für die nicht und da fliegt sie raus. Das war halt. Da war ich erleichtert, wie gesagt, dass meine Eltern, dass meine Mom so nicht so drauf waren. Wobei die Anfangszeit halt schon auch komisch war. Als es dann raus war, war meine Mom so zwiegespalten, sage ich mal, wusste nicht richtig damit umzugehen. Meine Oma, wo ich mir dachte, so, meine Oma, ältere Generation, schwieriges Thema. Die war voll easy. Komplett. Die hat das komplett akzeptiert, war total happy und hat sich gefreut und dass es mir halt besser geht jetzt und alles drum und dran. Wo ich schon dachte, so krass, da habe ich nie mit gerechnet.
Wobei das dann umgeschwenkt ist, also so circa nach, ich glaube so nach so ein, zwei Monaten ist es dann umgeschwenkt bei ihr. Dann hat sie erstmal realisiert, was das denn alles bedeutet. Und dann war meine Mom quasi so, sie ist froh, dass es mir gut geht und dass es halt alles okay ist und so. Das war echt creepy, die Zeit damals. Es ist auch sehr creepy für mich, drüber zu reden. Ich bin aber froh, dass ich jetzt drüber rede. Hätte ich nicht gedacht, dass ich je so drüber rede. Vor allem nicht so im Stream und so. Das ist halt schon krass. Bin ich gerade ein bisschen stolz auf mich? Ich glaube, dass ich für mich das, dass ich mich selber mehr akzeptiere, hat damit zu tun, dass ich jetzt auch das erzählen kann. Ich glaube, würde ich mich selber noch nicht so akzeptieren, könnte ich es, glaube ich, nicht erzählen oder könnte ich drüber reden. Ich vermute das mal so in etwa, dass es das der Grund ist. Boah. Boah, es dreht meinen Kopf. Na, jetzt am Kopfschmerzen. Oh Gott, ich hätte vielleicht doch nicht drüber reden sollen. Wir hätten einfach zocken sollen. Warum haltet ihr mich nicht davon ab? Hätte er sagen, nein, Tani, halt nicht über sowas jetzt. Ich hätte noch mehr Gedanken über dich reden können, aber ich krieg's hier nicht gefasst. So richtig. Was mich damals extrem schockiert hatte, fällt mir gerade noch ein, da habe ich nämlich auch im Tagebuch geschrieben. In der Anfangszeit war es auch so, aus diesen Gruppen zum Beispiel, ich habe mitbekommen, dass sich sehr viele umgebracht haben. Und da gab es wohl auch mal eine indirekte These oder irgend sowas, dass nur jede, also, wie war denn das? Warte mal. Jede zweite, also alle Menschen, die halt so sind, dass im Endeffekt 2 von 3 es nicht schaffen. Das war so der Weg in etwa. Und das war der Moment damals, wo ich das gelesen habe, wo ich das mitbekommen habe. Also nicht schaffen, nicht im Sinne von irgendwie die OP nicht gut gegangen oder sowas, sondern die einfach damit nicht klarkommen, dass sie halt nicht so geboren wurden, schon richtig, quasi. Also, dass es halt falsch ist. Damit hatte ich am Anfang auch übelst zu kämpfen. Sehr. Ich hatte auch solche Gedanken. Ich hatte einmal einen Streit mit meiner Mutter. Da habe ich noch zu Hause gewohnt, da war das aber schon alles Thema. Da war es sehr kritisch, dann wäre ich heute nicht hier gewesen wahrscheinlich. Da war ich schon an der Brücke. Das war sehr kritisch. Davor habe ich auch Angst, wenn ich da zurückdenke, da will ich nicht wieder hin. Das war echt heftig. Ja. Aber als ich dann halt das so mich beruhigt hatte damals, das weiß ich noch, als ich mich dann wieder beruhigt hatte, habe ich mir so gedacht, okay, ich gehöre anscheinend nicht dazu, ich habe es jetzt gerade die Kurve gekriegt anscheinend. Ich will damit klarkommen. Ich will, selbst wenn ich die OP dann habe, ich will das alles genießen, dass ich jetzt so sein kann. Das war halt... Ich weiß nicht, wo da der Punkt war, dass ich diese Kurve gekriegt habe. Dass ich nichts Doofes gemacht habe. Ich glaube, ich habe meine Eltern zu dem Zeitpunkt gehabt, meine Mama und so. Weil ich nicht will, wie es denen dann. Ich will nicht fühlen, wie es denen dann geht, wenn ich das gemacht hätte. Ich glaube, daran habe ich gedacht. Aber ich denke mal, dass es viele das dann halt machen. Leider.
Wie zum Beispiel bei meiner Freundin, wo die Familie halt sie sogar rauswirft und nicht dahinter steht. Wenn du dann nicht genug Willenskraft hast, dann. Das ist halt schon ein Thema, das ist echt schwierig. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ob es heute immer noch an sich so schlimm ist wie damals, von vor circa 18 Jahren, so eine Dreh. Ich hoffe, heute ist es nicht mehr so schlimm und heute ist es besser und heute machen das nicht mehr so viele als Ausweg, um irgendwie da rauszukommen aus der Situation. Mir das nicht mehr vorstellen müssen. Das sind auch noch Albträume, die ich heute noch habe, dass ich das beinahe gemacht hätte. Nur im Traum macht man es dann halt und dann wächst du halt auf und denkst so, schweißgebadet, so komplett fertig. Ich weiß nicht, es war schon öfters auch so in den letzten Jahren, seitdem ich ja YouTube und so mache, dass immer wieder mal jemand auch so geschrieben hat, dass ich wie so ein Vorbild auch sei, weil ich das halt alles, auch weil ich das mit YouTube und so mache, weil ich mich nicht verstecke und so. Ich weiß nicht, ob ich einfach dadurch, dass ich mich zu sowas getraue, andere dann helfen kann, auch Mut zu fassen oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn es natürlich so ist, egal ob ich es jetzt bewusst weiß oder nicht, schön wär's. Schön wär's. Es wäre auch mal für mich persönlich einfach schön, mal wieder auch Menschen kennenzulernen, die auch so sind. Wäre irgendwie schön. Dann redet man auch ein bisschen anders miteinander einfach so. Weil man halt viele Sachen kennt, weiß, was alles auch scheiße in der Welt läuft gerade. Das wissen die meisten von euch auch, ne? Ich will euch jetzt nicht da irgendwie, aber ihr wisst, was ich meine, bestimmt. Ne, das ist mal so ein bisschen. Aber die meisten, die halt auch so sind, verstecken sich wahrscheinlich da so, wie ich das halt gemacht habe. Also nicht so in die Öffentlichkeit treten, wie ich es jetzt mache. Oder schon seit ein paar Jahren mache, quasi. Weil wenn ich das realisiere, was ich jetzt eigentlich schon, wie ich jetzt bin, was ich jetzt mit euch, dass ich mit euch so rede und alles so, wenn ich daran denke, wo ich YouTube angefangen habe, da wollte ich nicht, ich wollte mich dazu, ich wollte ja reden, das war mein Ziel, aber dass ich es am Anfang nicht mal gemacht habe, wie ich davor 6, 7 Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange ich YouTube mache, 6 Jahre, 6,5, irgendwie so hat, wie ich da noch war. Ja, wo? Hi. Ja, ist immer noch ein bisschen was anderes, wenn jemand wirklich ähnlich die gleiche Situation hat. Ja. Wobei, zu der Zeit, wo ich in diesen ganzen Facebook-Gruppen war und wo ich halt viele Menschen kannte, die genauso sind, da wollte ich am allerliebsten. Das Problem war, wenn du was mit den Leuten gemacht hast. Wenn ich zum Beispiel mit ein, zwei von denen mal was gespielt habe oder so. Da war es auch dann so, es ging nur um das Thema. Nur. Und da war irgendwo auch der Punkt, wo ich keinen Bock drauf hatte. Mehr. Wo ich sagte so, ich möchte unbedingt Freunde haben, wo das, ne, vollkommen egal ist, die halt normal geboren wurden, ganz einfach, ohne irgendwie so ein Problem zu haben. Die auch nicht über das Thema reden, weil es. Juckt halt einfach keinen. Das habe ich mir so sehr gewünscht. Einfach Freunde zu haben, denen das komplett egal ist. Darum, vielleicht habe ich auf den Grund dann auch YouTube angefangen und war froh, wo ich aus den ganzen Gruppen raus war, weil die ganze Situation oder alles drumherum nicht mehr 24-7 Thema war. Ich wollte es so abschließen, ne? Ich wollte nicht mehr dazwischen sein. Ich bin Mädchen, fertig. Punkt. Und ich wollte nicht mehr da irgendwie ständig die Themen haben und gefühlt dazwischen irgendwo stecken.
Das war so. Halt echt schwieriges Thema. Was tut mir leid für dich, Jabu. Meiner auch nicht. Meiner auch nicht. Aber das ist wieder so ein anderes Thema. Ich würde nicht mehr wollen, dass mein Vater wieder zurückkommt. Das wird ein anderes Thema. Aber darum bin ich auch eigentlich froh, dass ich euch alle so jetzt mittlerweile halt kennengelernt habe, auch durch YouTube, durch jahrelang YouTube. Dass wir auch ab und zu mal zusammen labern. Ich weiß nicht, ob Dani und Zock heute da sind und Indy, dass wir heute TTT noch spielen können oder so. Das wäre nämlich geil, da hätte ich echt Bock drauf. Es ist schön, dass das auch nicht die ganze Zeit Thema ist. Ich habe auch Angst, wenn ich mir das so wünsche, wieder vielleicht Bekanntschaften zu haben, die auch diesen Hintergrund haben, die auch die Situation kennen. Ich habe Angst, dass das Thema dann wieder, mich wieder schnell nerven würde einfach und ich das wieder nicht mehr wollte. Das ist schwierig. Da einen guten Mittelweg zu finden. Es wäre gut, jemanden als eine Freundschaft so kennenzulernen, genau so ist, aber auch keinen Bock hat, eigentlich über dieses Thema zu reden. Wo du aber genau weißt, wenn man mal irgendwas hat, wenn man irgendwas hat, dann kann man drüber reden. Das wäre, glaube ich, so. Schau mal, da geht jemand an die Tür. Dani, du bist schon mal da. Ist Zock da? Zocker ist nicht da, oder? Indy ist, glaube ich, auch nicht da, oder? Also auf so ein Stündchen TTT hätte ich schon auch noch Bock. Ich meine, ich will noch die zwei letzten Tests heute mit euch aufnehmen. Eventuell, ich würde gerne Relatches noch reingucken. Und eventuell am Ende noch mal eine Runde Red Dead Redemption. Weil Story ist gerade cool. Da kann man eine Stunde TTT mit reinschieben. Wenn die anderen zwei da sind. Also, Indy ist eine Zuschauerliste, okay. Aber es bringt ja nichts, wenn Zock nicht da ist. Ich guck mal in Discord, ob Zock da ist heute, der Bock hat. Ich sehe alles. Ich habe das Gefühl, dass eine Zuschauerliste, die ist nicht unbedingt immer aktuell. Indy kann auch wieder weg sein, so gefühlt. Was? Ach ja, lol, weil ich es gerade sehe, Leani. Es gibt zurzeit Left 4 Dead 2 für nicht mal 2 Euro auf Steam. Left 4 Dead 2 hat ein neues Update bekommen. Also auf Left, also bei, wenn ihr sagt, wir spielen Left 4 Dead zu viert, ne, also wir brauchen noch 3 Leute für Left, ich bin dabei. Also bei Left 4 Dead mit dem neuen Update, neue Modus und alles, da hätte ich mal wieder Bock auf Left 4 Dead, muss ich ganz ehrlich sein. Na, ich sehe Zock auch nicht. Hat auch nichts geschrieben. Ich kann ja mal was posten, warte mal. Vielleicht kriegt er eine Meldung, wenn ich das im Discord schreibe. Bist du da? Wenn er es auf dem Handy hat, kriegt er eine Meldung, theoretisch, wenn ich ihn adde da drauf. Gucken wir mal. Ob das was wird.